meine herzlichen Kinder. Wie schön, dass ihr alle da seid. Dann bin ich nicht so alleine. Für Florentina habe ich einen rosa Pullover gestrickt. Die ganze Nacht habe ich durchgearbeitet. Herrlich, bis er endlich heute Morgen fertig war. Ich stricke grundsätzlich nur in rosa. Bei anderen Farben fallen mir die Maschen vor. Flunkerflocati, Florentinas Flunkerflocati. Da kehren wir alles drunter, sagt Fati. Unter den Flunkerflocati, Flunkerflocati. Mein wunderschöner Flunkerflocati. Da passt eine Menge. Das da habe ich alles aufgehoben. Als Beweis dafür, dass die Piratenmaus die Bonbons gegessen hat. Jetzt geht's los. Ich bin die wilde Piratenmaus, der schreckliche Schrecken vom Meer. Und habe ich keine Lust auf mehr, dann trinke ich jetzt einfach leer. Hey, nicht so wild. Immer gibt's Ärger, wenn Tante Rosa kommt. Immer muss ich die kratzigen rosa Sachen anziehen. Und immer muss ich flunkern. Es ist geschafft, der Zauber ist gelungen.